Produktronica hat dieses Jahr einen unglaublichen Besucherzuwachs erlebt gegenüber der Vorveranstaltung. Wir können weit über 40.000 Besucher kommunizieren. Das ist alles sehr, sehr erfreulich gewesen diese Woche. Auch der Anteil internationaler Besucher ist deutlich gestiegen. Nach den momentanen Zahlen sind wir von 52% Besucheranteil aus dem Ausland auf 56% gewachsen. Das ist schon ein ordentlicher Schub nach vorne. Die 1200 Aussteller, die die Produktronica dieses Jahr hatte, haben sich von Anfang an bester Stimmung erfreut. Die Elektronikbranche wächst, die Produktronica wächst. Und außerdem hatten wir noch die erfolgreiche Premiere der Semicon Europa, die dieses Jahr erstmalig im Rahmen der Produktronica stattgefunden hat. Da gab es zum einen den Trend zur Miniaturisierung. Die elektronischen Bauteile werden immer kleiner. Das hat man auch beim Produktronica Innovation Award gesehen. Wurden entsprechende Preisträger gekürt. Aber letztlich natürlich auch das Thema der Digitalisierung, Smart Factory, Industrie 4.0, Big Data, all das sind Themen, die überall auf der Produktronica präsent waren. Also ich nehme im Wesentlichen drei Erinnerungen von der Produktronica 2017 mit. Erstmal die zahlreichen Innovationen auf den Ständen unserer Aussteller und vor allem auch den Besucherzuspruch, die unsere Aussteller damit gefunden haben. Dann die vier Sonderschauen, die wir gemeinsam mit Partnern organisiert haben und schließlich die großartige Stimmung in den Messehallen, am Ausstellerabend und bei den diversen Standpartys bei den Ausstellern.